Bei den Schuhen fängt's an. Ach, Sie spielen mit denen? Nein. Ja, klar. Was müssen denn Schuhe mitbringen, damit sie für die Orgel gut sind? Rutschfeste Sohle, dass man diese Trille da spielen kann. In einer Woche ist das Orgelfeuerwerk hier in der Mülheimer Friedenskirche. Zum 9. Mal spielt Christoph Brückner dann mit seinem Lieblingsinstrument ein Konzert. Ich ziehe, umso lauter wird es. Es ist nicht wie beim Flugzeug, aber es ist eine Art Cockpit. Der Organist ist hier der King, ein Dirigent über ein ganzes Orchester. Das haben wir hier über uns. Eine Zeitung hat Christoph Brückner den klingenden Titel Popstar an der Orgel verliehen. Pfarrer Ralf Krombacher ist ein Fan. Der Pfarrer verwandelt seine Kirche mehrmals im Monat zu einem Raum für Events und Kultur aller Art. Mit 600 Sitzplätzen. Und weil er mit normalen Orgelkonzerten kaum Zuschauer anlocken kann, freut er sich über ungewöhnliche Konzerte, wie das am 29.12. Als absolutes Highlight, was ich total originell finde, ist, dass er ein interaktives Konzert anbietet. Das heißt, Leute können sich vorher was wünschen und er wird dann über diese Wünsche improvisieren. Denn ich spiele genauso Bach, Mendelssohn wie auch Lady Gaga oder Michael Jackson in einem Verschnitt. Crossover heißt das Zauberwort. Erkannt? Metallica. Und wie wär's mit Lady Gaga? Ah, Logo. Wo ist er? Pokerface 6A. Das hatten wir auch schon alles. Das sind so das, was die Leute auch wünschen. Und die Noten, die haben. Ja, handgemacht, selbst gemacht. Ja, klar, geht am schnellsten. Seit 41 Jahren spielt Brückner Orgel. In vielen verschiedenen Gemeinden, spielt in Gottesdiensten und an Beerdigungen. An den Konzertabenden wie beim Orgelfeuerwerk überrascht seine Titelauswahl. Es waren ungefähr 90 Leute da und eine Frau ist vorher rausgegangen. Die habe ich dann mal gefragt, warum die vorher gegangen ist. Die musste jemand abholen, also es war nicht wegen der Musik. Der schönste Moment ist, wenn eine Zugabe nach der anderen kommt. Auf das Konzert, das die Zuschauer mit ihren Musikwünschen mitgestalten, freut sich Christoph Brückner sehr. Er hat für den Abend übrigens auch einen Wunsch, dass die Zuschauer so reagieren.